Das Gebäude geht auf das 12. Jahrhundert, das heißt Zeit der Ankunft der Normannen, zurück. Tancred von Hauteville kurbelte den Bau von Bauten zu defensiven und religiösen Zwecken an. Es handelt sich um eine alte militaristische Befestigung. Das erkennt man an der Anwesenheit dicker Außenmauern, die den gesamten Gebäudekomplex schützten. Von den zwei Türmen, die einst den Palast überwachten und von Invasionen schützten und bewachten, ist heute nur noch ein Turm übrig. Dieser Turm steht im Garten des Baronalpalasts und wurde früher als der Garten errichtet. Er wurde danach im 15. Jahrhundert unmittelbar nach dem türkischen Angriff von 1480 von den Baronen Guarini renoviert und verstärkt, um eventuelle weitere östliche Invasionen zu verhindern. Ein deutliches Verweis auf diese Adelsfamilie ist ein Wappen im Mittelpunkt des großen Turms. Das Eingangsportal des Gebäudes hat ein glattes und feines Bossenwerk und darüber ist ein wunderbarer, fein geschmückter Balkon im Rokoko-Stil, der von der Gebäuderestaurierung zeugt. Ins Gebäude gelangt man übrigens, indem man durch einen unüberdachten typischen Säulenkorridor durch den Garten geht. Der Palast hatte während seiner Blüte sogar 99 Räume, darunter der mit Möbeln aus dem 17. und 18. Jahrhundert eingerichtete berühmte Spiegelsalon. Leider ging dieser Kulturerbe verloren.